2,20 Meter, da ist eine Fangturbine 220, leicht drin. Also 220 Newton Stadtschub, dann tut er selber wie ihr morgens 7 Kilogramm, deswegen hat er eine wahnsinnige Leistung. Und du bist schon weit gewesen. Oh, die Fernsteuerung ist eine Profi TX16, 16 Kanal aus dem Hause Multiplex, das absolute High-End-Gerät. Können Sie auch mit dem Schaden gucken. Für die Empfangsanlage und für die Lichter sowie für die Turbinensteuerung. Also fliegen in so einem Modell 4 Akkus mit. Einmal eine redundante Doppelstromversorgung für den Empfänger. Und die Rauchpumpe, sobald er die Rauchpumpe anmacht, applaudieren Sie so richtig heftig. Rasten Sie gemeinsam aus. Jetzt ist da fliegen da 10.000 Euro Meter Maximum über den Platz. Das ist der Hammer. Christian. So, jetzt darfst du lachen. Ja, so eine Show ist vor Ende. So, alles klar, fertig, haben wir gesehen. Nächstes Slot. Ja. Claudia, wer schleppt denn? Aber trotzdem, nächster Slot. Egal, wer schleppt. Das ist immer gleich. Das ist immer gleich. Sonofox MDM, aus Fußball, nicht aus dem Hause, aus dem Buchmann Modellbau. Das ist der blaue Segler mit dem hübschen orangen Streifen drauf. Ja, wenn Sie Fragen haben oder so viel bestellen wollen, dann können wir auch mehr haben, damit wir gerne gehen. Das ist die Mensch. Aber so, Christian Obersser, tritt hier auf. Sehr schönes Display. 39. Das ist ein Applaus. Hammer Show, Christian. So, also, der blaue Segler, der dunkelblaue Segler mit den hübschen Orangenstreifen drauf, das ist, wie gesagt, Gottvater, Alex Fisch. Genau, die Fischbilder, Großversion ist hier die 3,80 Meter oder 3,70 Meter Bilder. So, und der zweite Segelflieger ist auch ein Solofox, auch aus dem Hause Bruckmann. Das sind praktisch die gleichen Flieger, fast